Alles klar. Hui, schade um das arme Moped. Goldenes Buch, der Sound, dieses Dimpfung finde ich ja richtig geil, Enigma-Code. Und mehr ist dann hier nicht, ne? Okay. Ja, und wo jetzt lang? Hör mal auf, hier rumzuwedeln, Mensch. Ich komm mal gar nicht mehr klar, du Feiopei, ey. Da bin ich rein. Warum? So, jetzt habe ich hier meine. Wo geht's jetzt lang? Jetzt bin ich da wieder rein. Aber wie komme ich denn da oben hin? Die können es ja aber auch nicht einfach machen. Jetzt bin ich gerade mit dem Mikrofon, vom Mikrofon weg. Erreiche die Plattform, benutze den Tunnelgleiter. Ja, ich komme mit dem Ding noch nicht überall hin. Ich habe mich doch schon einmal verfahren. Ich kann mich doch. Ihr seid witzig, ey. Da bin ich doch reingekommen. Moment. Da rein. Was ist das da oben? Ja, okay. Dann versuche ich das. Ja. Okay. Ach Mann, komm schon, du dumme Sau, ey. Der schwimmt ein bisschen komisch, der Typ. Warte mal, welcher Tunnel ist das? Da. Okay. Muss ich jetzt da wieder zurück? Wie soll ich denn da hinkommen? Mal ganz ehrlich, ey. Ich schwimme jetzt einfach mal da rein. Ich weiß, dass ich da glaube ich schon war, aber vielleicht habe ich ja das Gefühl, dass mich das irgendwie weiterbringt. Immer dem nicht hinterher. Da komme ich nicht lang. Ist doch. Ach, verschlossen, dein Ernst? Wasserabsaugung ist auch nicht drinne. Ja, was ist jetzt hängig an diesem Scheiß? Oh, komm schon. Hier ist eine Tür offen. Dass man nicht mal weiß, wo man hin muss. Ja, eine goldene Lampe. Wollen wir eben kurz schnell gucken hier? Alles klar. B wie Blaskovic. Okay, hier ist. Das kann ich erstmal wieder Luft holen lassen. Hier muss es doch irgendwie etwas mehr geben. Ich glaube, den Tunnel. Habe ich den Tunnel eigentlich schon? Den.
Oh, hier findet man sich. Ich drehe gerade am Rad hier gerade. Komm hoch, Bleskowitsch, Mensch. Wie lange brauchst du denn zum Auftauchen? Komm ich da jetzt mal hoch? Komm schon hoch, Mensch. Haben wir unser Fichtenmoped jetzt gelassen? Ja. Da unten. Wow, 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 wow. Es ist doch, hä? Ich blicke jetzt auch nicht mehr durch. Muss ich da jetzt rein? Karte. Ja, komme ich da wieder rein, aber komme ich von da aus nicht. Aber ich muss in diese Richtung da. Fahren wir halt mal hier rein. Tauchen wir mal auf. Scheiße. Okay, hier komme ich nicht weiter, wie du siehst. Ach so, das ist dann, wo ich gerade schon. Oh Mann. Okay, links und dann irgendwann rechts. Dein Ernst, schwimm doch da durch mit deiner Karaffe hier. Da ist zu. Da ist auch zu. Also muss ich hier raus. Na hoch. Hoch. Jetzt bin ich wieder hier oben. Ganz toll. Und jetzt? Ja, da steht mein Fichtenmoped. Da muss ich lang. Wo ist mein? Da, da, da. Moment. Hä? Wo ist denn oben? Wo ist unten? Oh Gott, hier steht, hier dreht sich. War hier keine. So, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Das war ja aber auch was, ey. Ah. Mega Gänsehaut nach dem anderen, ey. Tagsüber kümmere ich mich um die Kranken. Ich arbeite in der Klinik. Abends koche ich für die Soldaten des Regimes in der Polizeiwache. Sie scheinen mir zu vertrauen. Vielleicht kann ich einen weglocken. Wenn ich mit einem allein wäre, könnte ich ihn vielleicht umbringen. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich kann weder kämpfen noch mit Schusswaffen umgehen. Ich muss mich klug anstellen. Ich vermisse die Universität. Vielleicht werde ich durch das hier etwas lernen. Okay. Ja, springen.
Hier liegt jetzt nichts rum. Da ist eine Tür offen. Sollen wir uns da erstmal eben umgehen? Oh, komm. Ach, da bin ich doch vorhin gerade rein, ne? Ja, okay, ne, hat sich erledigt. Da brauchen wir nicht hin. Also, dahin wieder zurück. Gekarrt, einer verdammt Zinssoldaten. Aber der war nicht so dunkel. Wo willst du denn? Treib doch nicht mal auf die scheiß Bombe drauf zu. Lauch. Hier war da noch. Hoch, 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 komm hoch, hoch. Versperrt. Muss mir was einfallen lassen, um den Fall zu machen. Ach, verstehe. Okay, alles klar. Wir haben jetzt Gegenströme. Das heißt, wenn ich dieses Ding da abnädel, so, dann muss ich aber jetzt mal nach unten. Okay, hat funktioniert. Und Bleskovic, schwimm doch mal etwas schneller. Die Soldaten des Regimes scheinen eine sehr hohe Meinung von ihren Müttern zu haben. Nachdem ich einen bei der Bäckerei mit dem Messer niedergestochen hatte und er langsam verblutete, winselte er noch: Mutti, Mutti. Meine Hände zitterten und ich ließ beinahe das Messer fallen. Ich hatte ihm einen Kuss versprochen und nach draußen in die Dunkelheit geführt. Meine Fresse. Immer jedes Mal, wenn dieses Tagebuch, dieser Sound kommt, ey. Das ist echt krass. Ich schreck mich da jedes Mal bei, ey. Das ist echt Porno. So, hier muss ich jetzt rein. Ah, okay, knacken. Wir gucken, wie er es hier um. Ja, wer hätte das gedacht? Hier wäre ich auch. Knacken wir erstmal das schon. Na komm, Bleskovic, etwas schneller. So. Der hat die Ruhe echt nicht weg. Boah, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. Was mache ich jetzt hier? Hier ist... Lol. Rüstungsverbesserung. Das ist ausgerechnet in so einem Bunker hier. Irgendwas ist, was man gebrauchen kann. Ja, nie ist klar. So, ja, ich muss ja mal doch in die Richtung hier, oder was, hä? Dieser Tagebuch-Dings. Ja, und liest jetzt nicht laut vor, oder was? Die Soldaten des Regimes scheinen Wurst zu lieben. Einer hat seine Mahlzeit verschlungen, obwohl das... Warte mal. Die Soldaten des Regimes scheinen Wurst zu lieben. Einer hat seine Mahlzeit verschlungen, obwohl das Zyankali den Geschmack verdorben haben muss. Seine Augen wurden auf einmal weiß. Aber er kaute weiter. Das Zyankali habe ich aus Mutters Schrank gestohlen.
Manchmal plagt mich mein Gewissen. Aber dann denke ich einfach an Jakub Broschek. Alles klar. Jakub Broschek. Ich kenne ihn nicht. Wer ihn kennt? Alter! Man sieht überhaupt nicht. Aha! Oh Mann, diese Strömung, ey! LOL! Das gibt mir ganz schön zu kämpfen. Okay, da schwimmen wir jetzt mal hier rein. Mit 19 bin ich in den Brunnen hinabgetaucht, um für das Uhr zu finden. Aber der war nicht so tief. Komm, schwimm! Schwimm! Ah. Ja, was? Kannst du da mal nicht alleine hoch? So, jetzt, ey, okay, ach, wir sind hier oben. Ha. Nee, aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Da ist eine Tür. Verschlossen von der anderen Seite, okay. William, direkt über dir liegen die Katakomben. Es gibt dort einen Aufzug, der dich direkt ins Waffenlager bringt. Boah, dieses... Die Soldaten des Regimes scheinen nach dem Beischlaf immer müde zu werden. Sie schliefen oft neben mir ein und ihr Gesicht wurde ganz blau, wenn ich ihm im Schlaf einen Strick um den Hals band und ihn zuzog. Morgen werde ich 18. Alles klar.